Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Folgendes Video wurde vom YouTube-Nutzer Bailey Canterbury am 16. Dezember 2008 zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr aufgenommen und soll einen Bigfoot in Kentucky zeigen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Where the hell did that thing go? It had to be scared, dude. What the f*** is that thing? Do you see it? I hear the bushes moving. What the hell is that thing, man? Are you getting it on the camera? Yeah. Oh my goodness. Where'd it go? Behind those bushes, man. Look. Oh shit. Oh my god. What is that thing, man? I didn't know it was that big. It's not coming up here, is it? No, it's. I didn't think it recognizes, man. Calm down. Be quiet. What's it doing to you? What the fuck is it doing, man? Be quiet. Oh fucking shit. What in the fuck is that thing? Is that a fucking bear? What the fuck is that? Dude, we gotta get out of here. Hold on, man. I don't think it doesn't even notice we're here. Holy shit. What the fuck is that thing, man? Das Ganze wurde in einem Gebiet aufgenommen, das zu einem riesigen Waldstück gehört, welches sich über mehrere Bundesstaaten erstreckt. Und Bigfoot-Sichtungen hier ebenso häufig sind wie in vielen anderen Gebieten der USA. Aber sehen wir hier wirklich einen Bigfoot? Oder handelt es sich hier doch bloß um einen Menschen im Kostüm? Der Kanal GQ Cuts ist ein Kanal, der sich hauptsächlich um Haarschnitte dreht und somit eigentlich nichts mit dem Paranormalen zu tun hat. Auch wenn ich mich manchmal morgens erschrecke, wenn ich aufstehe und in den Spiegel schaue und meine Haare sehe. GQ Cuts hat hier jedoch etwas mit seiner Überwachungskamera im Laden eingefangen, das er und seine Mitarbeiter sich nicht erklären können. Schauen wir mal rein. Zunächst eine sehr gruselige Situation und der eine Mitarbeiter scheint auch wirklich aufgebracht zu sein von dem, was er da sieht. Jedoch frage ich mich, ob die Tür im Hintergrund nicht eventuell bewusst ein Spalt offen ist, um hier mit einem Faden zu hantieren. Dieses Ding, was am Ventilator runterhängt, denke ich zumindest, hat mit der Sache nichts zu tun, da dieser Faden oder was es auch immer ist, viel zu locker ist während der gesamten Zeit.
Der Kanalbetreiber zumindest behauptet, erfahren zu haben, dass der Laden auf einem Indianerfriedhof erbaut wurde. Er jedoch bisher kein Problem darin sah. Was meint ihr? Spuken hier die Seelen vom entweihten Friedhof, wenn es denn überhaupt so ist? Oder wurde hier von den Mitarbeitern nachgeholfen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Folgender Clip hat bei mir großes Interesse geweckt, da ich mich in letzter Zeit verstärkt mit dem UFO-Thema befasse und auch regelmäßig in Livestreams vom US-Kongress reinschaue, in denen hochrangige Generäle und Co. zu UFO-Sichtungen speziell in Verbindung zu Militäreinrichtungen befragt werden und auch offizielles Material, das vom Pentagon freigegeben wurde, gezeigt wird. Schauen wir aber erstmal rein. Und ich erzähle euch im Anschluss, warum ich diesen Clip so spannend finde. Erstmal sieht das Objekt unspektakulär aus und könnte natürlich auch eine Art Ballon sein. Jedoch erinnerte es mich ziemlich stark an ein Objekt, das in einem kürzlich vom Pentagon freigegebenen Video zu sehen war und im Irak aufgezeichnet wurde und diesem Objekt doch ziemlich ähnlich sieht und laut ihren Beschreibungen keinen sichtbaren Antrieb hatte und keine sichtbaren Fenster oder ähnliches und im Video ziemlich schnell durchs Bild flog. Also wer weiß. Haben wir es hier vielleicht mit etwas Ähnlichem zu tun? So, moin Leute, kurze Unterbrechung vom Video. Viele hatten mich immer in den Kommentaren gefragt, ob ich nicht schon mal was Paranormales erlebt habe. Und ich bin hier gerade mit Aphilia an einem der Orte, die mit am einschneidendsten waren bei mir. Und zwar war das ungefähr 2008. Oder 2009, ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Das war jedenfalls zu der Zeit, wo der erste Paranormal Activity-Film seinen ersten Hype hatte und man selber so, ich sag mal, irgendwas Paranormales erleben wollte unbedingt. Und da ist der erste Ort, der einem da in den Kopf kommt, zumindest bei uns war das so, ein Friedhof. Und so kamen wir dann auf die Idee, ich und ein Kumpel, nachts, oder beziehungsweise abends um 23 Uhr hier mal uns umzuschauen für einen kleinen Nervenkitzel. Und ich blende mal kurz was ein, wie sich das genau abgespielt hat, was wir gesehen haben hier. So, also ihr seht ja ungefähr das Haus. So sieht man, sollte man sehen in der Aufnahme. Und von dort aus standen wir hier in derselben Position wie ich gerade. Und da haben wir ein blaues Licht entdeckt. Und wir dachten zuerst, dass vielleicht der Friedhofswärter oder wie man die nennt, Sicherheitspersonal vielleicht. Und halt eine Taschenlampe, dass es eine Taschenlampe wäre. Irgendwas bewegt sie sich dann immer weiter. Und dann haben wir halt feststellen müssen, dass das einfach nur eine leuchtende Kugel war, die sich nach rechts bewegt hat. Bis über den Weg hierhin. Und direkt neben dem Baum, etwa 2 bis 3 Meter rechts von dem Baum, den ihr da seht, den größeren Baum in der Mitte hier. Und da hat die Kugel sich, so verrückt es auch klingt, in eine menschliche Gestalt verwandelt.
die eine Art viktorianisches Kleid anhatte. Das kann auch ein Nachthemd gewesen sein. Und eine Laterne in der Hand hielt, vor sich. Und halt auch, ihr müsst euch das so vorstellen, wie beim Film Ghostbusters, die Bibliothekarin, so in etwa, die geleuchtet und war auch eben so transparent. So, das klingt zwar sehr verrückt, aber ich bin froh, dass ich da einen Zeuge hatte. Und jedenfalls war es dann so, dass wir hier standen, erstmal versteinert. Und mein Kollege, der hat ein bisschen eilig gehabt, sag ich mal. Der hat dann die Flucht ergriffen, als erster. Und dabei hat er auch sein Portemonnaie verloren. Ich glaube sogar seine Jacke hat er fallen lassen, die er noch in der Hand trug. Und ja, ich habe anders reagiert. Ich stand dann da wie versteinert, müsst ihr euch vorstellen. Ich stand dann da halt wie versteinert, weil ich habe anders, also mein Kollege, der hat panisch reagiert und sofort die Flucht ergriffen, aber ihr kennt das ja sicher, dass manche Leute auch anders reagieren und dann sich nicht mehr bewegen können. Und dann war das jedenfalls so, dass die Gestalt mich wohl irgendwie entdeckt hat. Zumindest wirkt es auf mich so, dass sie genau in meine Richtung geguckt hat und gelaufen ist. Und dann war sie auf einmal schlagartig weg. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn ihr auf dem PC oder so ein Fenster schließt. Also es war nicht einfach so verschwommen. Dieses Klassische, was man in Horrorfilmen sieht, dass die Gestalt dann sich langsam auflöst, so nebulös, sondern einfach weg, von jetzt auf gleich. Und dann aber nach ein paar Sekunden, ein paar Meter weiter in meine Richtung, wieder aufgetaucht ist. So wie, man kann sich jetzt fast vorstellen, wie so ein Teleportieren, so im klassischen Sinne. Ja. Und das war dann der Punkt, wo ich auch die Flucht ergriffen habe. Und dann war das halt so wie bei Hänsel und Gretel. Weil ich wusste ja nicht, in welche Richtung jetzt. Also, mein Kollege ist diese Strecke hier lang gerannt. Und selbst wenn das nicht so eine gerade Strecke wäre, hätte ich ihn trotzdem wieder gefunden, weil das wie bei Hänsel und Gretel war. In der Geschichte haben die ja Brotstücke auf dem Boden verteilt, um wieder nach Hause zu finden. Und bei mir war das dann halt so, dass ich meinen Kollege wiedergefunden habe, indem ich sein Portemonnaie, sein Handy und Co. wiedergefunden habe. Aufgehoben habe. Ja. Und das war so eins meiner krassesten Erlebnisse, muss ich sagen. Schreibt mir auch gerne mal eure Erlebnisse für eine mögliche neue Episode von Gruselige Berichte aus dem Internet. Wenn die gruselig und spannend genug sind, könnte es natürlich sein, dass die dann da auch mal auftauchen. Also schreibt mir die am besten per Instagram, falls ihr auch mal was Paranormales erlebt habt. Oder aber auf Discord. Beide Links sind in der Beschreibung. Ach, kleine Anmerkung am Rande. Paranormal Activity kam 2007 raus. Genau. Und falls ihr euch fragt, warum ich das Ganze nicht gefilmt habe, ich hatte halt schlichtweg kein gutes Kamera-Handy zu der Zeit. Da konnte man nachts nichts mit fotografieren. Und man rechnet damit, dass sowas passiert, ne? Ja, man rechnet damit natürlich auch nicht, Leute. Oh, ist das ein Dunkel? Man rechnet damit natürlich auch sowieso nicht. Und in der Situation kann man nichts machen. Da kann man nicht klar denken. So eine Situation, das ist immer leicht gesagt, dass man da Kamera zücken soll oder filmen. Und hier nochmal von der Perspektive des Friedhofsgeländes aus. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Licht oder was auch immer es war, schwebte halt auch über diesen Bach oder Fluss oder was auch immer. Es schwebte halt über das Gelände drüber. Und ihr müsst euch vorstellen, dass hier noch an der Stelle damals ein Zaun war, ein großer Metallzaun. Und hier ist nochmal das Haus, also damit ihr das sehen könnt. Ja. Ja, das ist schon sehr kurios gewesen, sag ich mal. Und eines der Erlebnisse, die einem kein Schwein glaubt. Das klingt auch wirklich toll, wenn man das so hört. Ja. So Leute, und nun weiter mit dem Video. Zu folgenden Clip gibt es keinen Kontext. Aber wie es den Eindruck macht, scheint es wohl bei einer Art Tour durch ein Spukhaus gemacht worden zu sein.
Beziehungsweise sollte es den Eindruck bei den Zuschauern erwecken. Aber dazu gleich mehr. Jesus Christ! What? Oh my God! What, Emily? Help! Be right. What's wrong? Are you alright? He just said something. Did you not see that? No. He just moved. I heard him say something. Yeah. Oh my God! Emily, don't worry. He just said something, that's all. No, I saw it. What? Fuck. Girl in a blue dress walking towards us from that room. Which room, Emily? That room over there. Maybe you should go. No, she's alright. Zunächst natürlich, wie viele andere Clips, ziemlich creepy, wenn man sich in die Situation versetzt. Jedoch abgesehen von dem meiner Meinung nach doch eher schlechten Schauspiel, wie ich zumindest finde, wirkt das Ganze auf mich wie eine Projektion, die entweder mit einem Projektor auf durchsichtigen Stoff gemacht wurde oder mit der Pepper's Ghost Methode, für die ich euch auch nochmal ein Video in der Beschreibung verlinkt habe, in der das Ganze genauer beschrieben wurde. Zusätzlich konnte ich bei meiner Recherche noch herausfinden, dass dieser Clip wohl Teil eines Teaser-Trailers für einen Film gewesen sein sollte, der mal veröffentlicht werden sollte. Also würde ich mal sagen, dass wir es hier wohl definitiv mit einem Fake zu tun haben. So, und damit sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Mythenecke.